Tag der Salzburgerin Rössler kommt jetzt Julia her. Sie ist die Umwelt- und Klimasprecherin der SPÖ. Dankeschön, Frau Präsidentin, sehr geehrtes Hohes Haus. Wir brauchen eine Energiewende in diesem Land und hoffentlich startet sie heute. Was bedeutet das? Dass wir haben es schon gehört, auf erneuerbare Energien setzen, also vor allem auf die Sonnenenergie, auf die Windkraft, auf die Wasserkraft, auf die nachhaltigen Energiequellen, auf die Ressourcen, die uns auch nicht ausgehen können. Und was ist das Ziel? Kein geringeres als 100% Ökostrom bis 2030. Das Ziel, dass wenn wir alle zu Hause sitzen und den Fernseher aufdrehen oder das Licht einschalten oder unseren Föhn einstecken, was auch immer, das dann garantiert Ökostrom dahinter stecken soll. Und dazu stehen wir auch als SPÖ. Und was ist dazu notwendig? Ja, einiges, das in Bewegung kommen wird. Wir werden Windräder aufstellen. Wir werden unsere Wasserkraftanlagen sanieren. Wir werden Photovoltaikanlagen auf unsere Dächer geben. Und für all das sind Investitionen in der Höhe von 1 Milliarde Euro pro Jahr auch vorgesehen. Und dadurch, und auf das freuen wir uns auch besonders, werden Zehntausende Jobs entstehen, die wir gerade in dieser Krise so dringend brauchen. Und das ist auch ein Erfolg der Sozialdemokratie, bei den vielen Förderungen auch für Unternehmen, die jetzt kommen werden, wird es auch um soziale Kriterien gehen. Wird es um Entlohnung im Betrieb gehen, um Gleichstellungsmaßen im Betrieb und so weiter. Denn die Energiewende, die muss für uns alle da sein. Die soll auch für die arbeitenden Menschen etwas bringen und ordentliche Jobs schaffen. Auch das ist klar. Und wir haben es ja schon gehört, bei diesem Gesetz hat auch die SPÖ mitverhandelt. Es ist eine Zweidrittelmehrheit notwendig, um es zu beschließen. Und federführend hat unser Alois Schroll alle Möglichkeiten genutzt, um so viel wie möglich an sozialer Gerechtigkeit da noch mit hineinzupacken in dieses Gesetz. Für uns ist das klar, nicht nur, ja, auch die Fernwärme beispielsweise, so viele weitere Punkte, aber für uns ist klar, der Klimaschutz und die soziale Gerechtigkeit, das geht aus unserer Sicht Hand in Hand. Da kann man auch klatschen. Und an die Kollegen der FPÖ, die der Meinung sind, wenn man etwas gegen die Klimakrise unternimmt, dann trifft es die Hackler. Die will ich an jene erinnern, beispielsweise an den Baustellenarbeiter, der gestorben ist auf der Baustelle aufgrund von Hitze, weil er es nicht mehr ausgehalten hat, und will daran erinnern, dass die Klimakrise all jene am härtesten trifft, die sich nicht dagegen wehren können, jene ohne viel Vermögen, die nicht fliehen können in die von der Klimaanlage gekühlte Anlage, sondern die draußen sind. Das heißt, der Kampf gegen die Klimakrise ist der Kampf für soziale Gerechtigkeit. Liebe FPÖ. Und der Alois hat selbst gesagt, die Gans wird erst zum Schluss knusprig. Du hast bis zur letzten Minute verhandelt. Und deshalb wurden jetzt auch Haushalte, die es besonders schwer ohnehin schon trifft, die auch von der GIS befreit sind, jetzt auch von der Ökostromabgabe befreit. Und weitere 100.000 Haushalte, die es auch schwer haben, die ohnehin schon von Armut bedroht sind, von alleinerziehenden Frauen über Mindestpensionisten, Pensionistinnen, die jetzt auch geschützt werden. Genau so muss das gehen. Die Klimakrise, die müssen wir fair bekämpfen. Die erneuerbare Energie, die muss uns alle etwas bringen. Und alle müssen dazu auch einen gerechten Beitrag leisten, die sich diesen Beitrag auch lohnen können und nicht immer nur jene, die sich nicht wehren können. Dankeschön. Ich freue mich, dass wir heute diesen Meilenstein beschließen.